Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute spielen wir erneut das Higher and Lower Game. Der letzte Part kam eigentlich ziemlich gut bei euch an, deswegen dachte ich mir, noch eine spontane Folge auf euren Nacken geklatscht. Wenn es euch gefällt, immer gerne ein Like da lassen und checkt auch mein Instagram ab. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, was ich mir gerade reinschnabuliert habe. Und das war was richtig Leckeres, Digga. Okay, da stellte sich direkt gegenüber Hip-Hop gegen Weeplash. Weeplash ist hier irgendein Dude, der hier ein bisschen Schlagzeug spielt. Und Hip-Hop ist natürlich ein big Ding. Komisch, dass das nur so wenig gesucht wird. Aber Hip-Hop ist definitiv höher, Digga. Was ist... Hä? Weeplash? Ach so, das ist so ein Film, der aktuell läuft, ne? Kann das sein? Von den Firma her? Ja, ja, deswegen ist das wahrscheinlich gerade im Hype oder so. Okay, Digga, das sehe ich ein. Ich schwöre, bisschen dumm, 0 Punkte bekommen. Miese Zeiten. Okay, next round. Wir haben ja noch nichts verkackt hier im Leben. Okay, Orange. Hä? Digga, wieso hat das denn so viele? Hä? Okay, muss ich nicht verstehen. Und Restaurant. Oder das Restaurant. Okay, dann das kann niemals 20 Millionen haben. Aber 11 Millionen, klar, das googeln auch viele Leute. Warum auch nicht? Madonna. Madonna. Digga, ich glaube, ich habe mir schon wieder das falsche Heroin in meine Adern reingespritzt. Ich sag einfach, Madonna, Digga, statt Maradona. Ja, moin. Ich gehe mal nach Hause jetzt. Haut rein. Ist big, aber nicht so big. Okay. Auch nicht mehr so die Zeit, würde ich sagen. Okay. Madonna gegen Sexually Transmitted Infections. Digga, geh mal nach Hause, als ob sowas irgendjemand googelt. Okay. Gegen Universal Pictures. Das ist natürlich ganz klar, dass das... Aber gerade so. Ich habe gerade... Mir wurde gerade schon ein bisschen schwarz vor Augen, Alter. Ich dachte, nee, das packe ich nicht mehr. So wenig Leute... Universal Pictures. Ist das nicht dieses Filmstudio oder diese Produzentenzeug? Guck mal, wenn ich Universal Pictures eingebe, hier Universal Studio, das meinte ich wahrscheinlich. Ja, okay. Ich bin dumm. Okay, keine Ahnung, was das ist. Ich denke einfach mal, das ist höher, weil 20.000 ist ziemlich weit unten angesiegelt und ich habe mir gerade die ganze Zeit am Schwanz gefasst. Fun Fact. Das war jetzt ein bisschen komisch. Gut, machen wir weiter. Dieses komische Wort gegen Masia Mara. Keine Ahnung, was das ist, deswegen gehen wir nach Hause. Gut geraten. Wir sind bei Score 11. Vielleicht können wir in diesem Part den Highscore, den wir im letzten Video geknackt haben, ja, besiegen. Ne? Vielleicht. Und was ganz wichtig ist, Freunde, schaut mal in die Beschreibung. Dort ist das beste Nahrungsmittel der Welt verlinkt. Schaut euch das einfach mal an. Okay, wir haben jetzt Masia Mara gegen Hay Fever, also Heuschnupfen. Heuschnupfen ist echt ein Problem. Aber das googeln auch so wenige, Digga. Ich bin auch betroffen, ich habe auch Heuschnupfen und ich freue mich immer so auf den Sommer und dann, keine Ahnung, der Heuschnupfen fickt mich immer komplett raus aus dem Leben. Karate wird bestimmt auch oft gegoogelt. Ja, ja, also Karate ist eine interessante Sache. Madden 16, keine Ahnung, was das ist. Oh nein! Oh, Football, American Football. Ein Spiel aber, oder? Ja, ein Spiel. Hinduismus, Hinduism. Das sind immer diese englischen Begriffe, dann so speziell und so, da komme ich manchmal nicht klar. Also mein Englisch ist jetzt nicht so bad, aber gut. Ich würde sagen, niedriger. Es wird höher sein. Es wird höher sein. Aber das ist kein Problem, denn wir lernen ja auch dazu, ne? Wir sind ja Menschen, wir lernen dazu. Hoffentlich irgendwie ein bisschen. Keine Ahnung, was das ist, das brauche ich gar nicht erst vorlesen. Und Marks & Spencer, was scheinbar hier so eine Kleidungsfiliale ist, wo man halt Klamotten kaufen kann. Ich würde sagen, das wird mehr gegoogelt. Oh my god, it's big business, you know? Marks & Spencer. Vielleicht ist das nur bei den Amis bekannt oder ich bin behindert. Die Fotze kenne ich aus dem letzten Part. Jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, die hatte so um die 2 Millionen. Aber ich gehe trotzdem auf higher. Oh Mann, Digga, ich habe sogar gesagt. Och Mann, ey, ich bin... stehe mir einfach selbst im Weg, Mann. Oh, Street Fighter gegen Teeth Whitening. Oh, Teeth Whitening. Boah, ich probiere es. Och, ey, es hätte auch 500.000 sein können. Es hätte auch 2 Millionen sein können. Oh, Digga, wir müssen noch einmal den Highscore knacken. So, Ted gegen Kelly Clarkson. Das haben wir gelernt. Kelly Clarkson ist bei knapp 2... Hä? Kelly Clarkson war doch gerade bei 1,8 Millionen. Was denn das für ein Bug, Alter? Okay, das wird jetzt mein allerletzter Versuch, Alter. Ayrton Senna gegen Western Union. Das wird höher sein. Oh my god. Okay.
Den haben wir auch gelernt, der ist auch relativ fame, aber nicht so fame. Genau, ja. Triple H. Scheint ein Wrestler zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie gerade krass gehypt ist oder so, aber wir machen einfach mal weniger. Oh, weise Entscheidung, Sascha LP. Weise Entscheidung. The Secret. Ist wahrscheinlich auch irgendein Film oder so. Ich gehe mal auf weniger. Ja, Easy XP, Digga. Fick nicht mit dem realsten G am Nachkommen. So, das haben wir gelernt. Ist high as fuck. Ändern sich die Zahlen irgendwie ein bisschen oder habe ich das schon wieder komplett anders im Gedächtnis? Die Geburt ist natürlich ein sehr faszinierendes Thema und ein sehr faszinierendes Geschehnis. Aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht so oft gegoogelt wird. Guck mal, wie peinlich, Alter. Sowas Wichtiges juckten die Menschen einfach gar nicht. So, China Mobile wird natürlich höher. Alles, was aus China kommt, ist on point. Hä? Jungs, das war's von dem Video. In diesem Video hatten wir leider absolut gar kein Glück, Mann. Das war ja richtig beschissen, was ich hier abgeliefert habe für euch. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude gehabt an diesem Video. Und morgen, meine Freunde, kommt ein weiteres H1Z1 Video auf euren Nacken geklatscht, weil einfach nice seid. Ihr seid nice. Und wenn ihr nice seid, bin ich auch nice. Also haut rein, ich liebe euch. Love ya.